ist eine Grundlage des Lebens und ohne Bewegung können wir nicht atmen, essen, aufstehen, laufen. Für das alles brauchen wir wirklich Bewegung. Und wir machen eigentlich keine großen Gedanken über die Bewegung, also solange wir gesund sind. Aber sobald wir krank sind und meistens, besonders in chronischen Krankheiten, also bekommen die Leute, Menschen auch verschiedene Bewegungseinschränkungen. Kinesthetik ist ein Pflegekonzept, die sich ganz fundamental mit dem Thema Bewegung und Interaktion beschäftigt. Und Kinesthetik ist eine von innovativsten und umfassendsten Konzepten, die uns Pflegenden hilft und auch die Therapeutinnen und Therapeuten hilft, die Bewegungsförderung und Interaktion also möglichst gut zu gestalten. Wir haben ganz viele positive Erfahrungen von der Kinesthetik. Wir können die Personen, die kranke Personen, mit weniger Schmerz bewegen. Sie werden schneller gesund, also gesund in dem Sinn, dass sie wieder ihre funktionalen Fähigkeiten erhalten. Ein ganz wichtiger Bereich ist und wird immer wichtiger, die Pflege der Angehörigen. Also die wirklich also sehr viele alltägliche Aktivitäten zu Hause mit den Pflegebedürftigen durchführen, also leisten müssen. Und sie brauchen auch solche Kompetenzen, solche Fähigkeiten, dass sie das machen können. Und ich bin überzeugt, dass mit dem Konzept Kinesthetik können wir dazu ganz viel beitragen.